Sie wollten mich sprechen, Mr. Downey? Ja, Wayne, setzen Sie sich. Wie Sie wissen, haben wir kürzlich einen Spezialisten eine Software installieren lassen, die aufzeichnet, wofür die Mitarbeiter den Internetzugang benutzen. So behalten wir den Workflow im Auge. Oh ja. Und die Produktivität. Kann ich nachvollziehen. Also, könnten Sie mir sagen, warum Sie den Firmenzugang benutzen, um als geiler Geiz-Daddy im Netz zu chatten? Nun, zunächst einmal bin ich ein Dad. Oh, komm schon, das darf nicht wahr sein. Ungefähr 100 Typen arbeiten hier und nur 2 Toiletten? Das ist Irrsinn, oder? Das ist Irrsinn. Gottverdammter Mittagsansturm. Ich muss um 3 Uhr mein Ei legen, Mann. Das ist nicht verhandelbar. Der Zug ist nicht mehr zu bremsen, Mann. Hallo, Trip Tank. Ja, hallo, Trip Tank. Ich muss beichten. Ich habe mich als Rabbi ausgegeben, weil ich dachte, das würde mir helfen, Frauen aufzureißen. Das klingt nach einer schrecklichen Idee. Genau, und jetzt bin ich bei einer sogenannten Briss. Und ich kriege doch etwas Panik so langsam, weil ich dachte, ich werde zum Essen eingeladen. Das habe ich wohl mit Brotzeit verwechselt, aber das hat gar nichts miteinander zu tun. Nein, allerdings nicht. Ja. Und jetzt wollen Sie anscheinend, dass ich diesem Kind die Penisspitze abschneide. Und ich habe das Gefühl, das könnte ziemlich schief laufen. Also wollte ich Sie fragen, ob Sie mich telefonisch anleiten können. Bitte. Ah, kein Problem. Ganz einfach. Ich verbinde Sie. Guten Morgen. Schön, Sie zu sehen. Guten Morgen, Doktor. Gleichfalls, Nancy. Wie geht's der Familie? Danke der Nachfrage. Sehr gut. Na schön. Mal sehen, wer zuerst drankommt. Oh, meine Güte. Na, dann wollen wir mal... Viel Glück, Sir. Verzeihung. Oh, ich mache das sauber. Akutes Nierenversagen. Ist es was Ernstes, Doc? Ich dachte, wir waren uns einig, dass Sie die Finger vom Koffein lassen, Bob. Ich brauche meinen Kaffee am Morgen. Nun, ich fürchte, Sie haben eine Nierenerkrankung und sie ist ziemlich weit fortgeschritten. Oh Gott, was soll ich Martha sagen? Sagen Sie Martha die Wahrheit. Ich will es nicht beschönigen, Bob. Dies ist eine riskante Operation mit einer 50-50 Überlebenschance. Aber ich bin der Beste auf dem Gebiet. Und ich werde alles tun, was ich kann. Danke, Doc. Tut mir leid. Kein Thema. Oh, Hallöchen. Zeit für Versus. Versus! Die Kämpfer diese Woche. Dr. Chimp mit der Bügelsäge und einem Ständer gegen Nierentransplantation in der Spätphase. Stunden später. Oh, Doktor, danke. Wie können wir Ihnen jemals danken? Leben zu retten ist meine Belohnung. Tut mir leid. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Doktor. Gewinner. Harte Arbeit und das richtige Werkzeug. Da geht er, mein Held. Arschlochhühnchen in Ein Nachmittag mit dem Arschlochhühnchen. Noch eine Chummy Mary, Joe. Und schön scharf diesmal. Oh mein Gott, eine Bloody Mary mit Chamato. Sowas von ekelhaft. Hey Joe, richtig oder falsch? Chamato ist der ganze Müll, den die Jungs aus der gefährlichste Job Alaskas aus ihren Stiefeln kippen, oder? Mit ziemlicher Sicherheit falsch. Jetzt guck mal, Andrew und ich, geschmackvoll leckere und angemessene Cocktails, die unsere Persönlichkeit und unser individuelles Stilempfinden und Geschmack widerspiegeln. Also bist du schwul? Ich bin exotisch und geheimnisvoll. Feine, subtile Aromanuancen. Meine anspruchsvollen Vorlieben sind so weit jenseits deiner Vorstellungskraft, dass... Nun gut, komm runter, du Quasselhühnchen. Pass auf, dass ich nicht ausflippe. Hast du Hunger? Ich hol mir einen Burger. Super Idee. Bis später, Leute. Wow, was geht denn hier ab? Keine Sorge, ich klär das. Also, wieso ist Andrew nicht eingeladen, Burger zu essen?
Lass mich raten. Du willst in der Öffentlichkeit nicht mit einem Schwulen gesehen werden. Was quatschst du für ein Mist? Ich bin gerade mit ihm in der Öffentlichkeit. Arschlochhühnchen, weißt du, ich hatte noch nicht mein Coming Out. Manche Leute brauchen keins. Glaub mir, es ist kein Geheimnis. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie nicht sicher? Diese Frisur plus diese Klamotten ist gleich, du bist schwul wie ein Rudel Friseure. Ich spreche von Judy Garland, herumbalzend mit Liberace. Schwul wie ein super schwuler Typ. Hey, Joe, du weißt, dass Andrew schwul ist, oder? Cool. Mein Neffe ist auch schwul, willst du seine Nummer? Nein. Er ist Unterwäschemodel. Siehst du, Joe hat gar kein Problem mit Andrews alternativer Sexualität. Und für diese Leute hier ist Sodomie und Perversion sicher keine unbekannte Größe. Also, was hast du für ein spezielles Problem mit unserem Homo-Freund hier? Alter, Andrew will nicht mitkommen, weil er Vegetarier ist. Er isst kein Fleisch. Da habe ich aber was anderes gehört, habe ich recht? Ich wette, der kann sich eine Krakauer reinziehen, ohne zu würgen. Sie wissen, was ich meine, oder? Das geht jetzt aber zu weit. Okay, reg dich ab, Susi. Du weißt doch, ich mache nur Spaß. Sollen wir dir was mitbringen? Was esst ihr Jungs denn so? Schwule essen gerne. Alles klar, ich bring dir was mit. Er ist hier. Er ist schwul. Gewöhnt euch dran, Leute. Er meint es wohl gut. Nein, tut er nicht. Wir haben uns seit 10 Minuten nicht bewegt, Mann. Ich hab schon Baumwollkontakt. Ich kack mir gleich in die Hose. Ich mach mir langsam Sorgen. Diese Wurst will raus und sich die Welt ansehen. Jetzt! Oh. Lass uns aufs Damenklo gehen, Mann. Ich wette, es ist richtig nett da drin. Kronleuchter, Travertin und so'n Scheiß. Nein, Alter, wir können da nicht einfach reingehen. Oh, guck mal, da ist Ashley. Hey, Ashley, komm doch mal her. Was ist denn hier los? Gegenüberstellung auf dem Polizeirevier? Wahnsinnig witzig, Ashley. Wir müssen auf die Damentoilette und zwar tut sweet, Mann. Hier geht? Nein. Komm schon, Ashley, es ist ein Notfall. Lasst mich raten. Pflaumenkompott in der Kantine? Oh, ich hab 3 Portionen gegessen. Jetzt lasst uns endlich aufs verdammte Klo. Ihr solltet da nicht reingehen. Es ist grauenvoll. Es ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Oh, komm schon. Sei bitte nicht so. Ich meine es todernst, Leute. Es ist wirklich das Tor zur Hölle da drin. Ich kann euch nur abraten. Halt's Maul, ich hab eine Wehe. Oh, eine Sekunde nicht reden. Oh. Hey, Steve. Pflaumenkompott. Oh. Bis später, Jungs. Viel Glück. Na gut, Ashley. Du schaffst das. Los geht's. Aber du wirst mir doch jetzt nicht den Kopf abbeißen, oder? Oh nein! Nur die Weibchen tun das. Wie man auf Zeitreise geht. Wenn du diesen Brief findest, hast du großes Glück gehabt. Hm. Nach jahrelangen Tests kann ich nun organisches Leben zurück in die Vergangenheit schicken. Interessant. Gründlich durchlesen und alles vorbereiten. Beschaffe alle Gegenstände auf dieser Liste, bevor du anfängst. Okay. Eine rollende Tafel, ein Stück Kreide. Habe ich. Ein Sixpack Ginger Ale, ja? Ein Messer und ein weißes Kaninchen von einem pensionierten Zauberer. Alles klar. Nun kommen wir zur Liste. Erstens, der Kalender muss den 22. November anzeigen. Mhm. Es muss 4.30 Uhr morgens oder nachmittags sein. Check. Der Himmel muss von Cumulus Nimbus Wolken übersät sein. Im Umkreis von einer Meile darf sich kein Goldfisch befinden. In deiner Brieftasche muss eine frische 2-Dollar-Note sein. Check. Dein Führerschein muss abgelaufen sein. Check. Dein rechter Daumen muss rot angemalt sein, der linke schwarz. Außerdem musst du Daumen haben. Ein nervender Autoalarm muss in der Nachbarschaft ausgelöst werden. Check. Ein Poster des ersten Tron-Films muss an der gegenüberliegenden Wand kleben. Check. Putz dir die Zähne mit einer Wildschweinborstenbürste. Eine Schlumpffigur muss in deiner Tasche sein. Es geht jeder Schlumpf. Ich habe Brainy genommen. Hab ich. Die Batterien aus allen Rauchmeldern sollten entfernt werden. Mhm. Eine Ausgabe des Time-Magazins sollte im Zimmer liegen. Check. Egal wo. Iss eine Banane mit Schale. Geh pinkeln. Schalte einen oszillierenden Ventilator ein. Schalte ihn wieder aus. Nimm eine oder alle Brillen, platziere sie in einem rosa Schal und zertrümmere sie. Sag den Namen Gilda Radner rückwärts. Rendal Aldic. Trinke das halbe Sixpack Ginger Ale. Singe das Lied Back in Time von Huey Lewis, aber auf Französisch. Remonte dans les tempes. Mache einen Liegestütz. Rufe jemanden an, den du kennst, rülpse, dann lege auf und zieh sofort den Stecker raus. Sag, Picasso war ein Spanier, aber mit australischem Akzent. Picasso war ein Spanier. Lache manisch, genau 3 Sekunden lang. Jetzt nimm das rote Stückchen Kreide und schreibe den Monat, den Tag und das Jahr an die Tafel, an dem du geboren wurdest. Unter dieses Datum schreibe das heutige Datum. Unter dieses Datum schreibe Tag, Monat und Jahr, in das du gern reisen würdest. Hm. Du solltest kein Jahr aus der Zeit vor deiner Geburt nehmen, sonst funktioniert die Zeitreise nicht. Du kannst nur in die Jahre zurückreisen, die du bereits erlebt hast. Nimm eine Schlaftablette und schieb sie dir in den Arsch. Pack das Kaninchen bei den Ohren, nimm das Messer, schneide dem Kaninchen die Kehle durch, steck die Liste ein und schließ die Augen. Lächle, denn du wirst zu dem Zeitpunkt zurückreisen, den du auf die Tafel geschrieben hast. Warnung, du kannst nie wieder zurück. Was? Hallo Poop Tank, ich meine Trip Tank, was kann ich für Sie tun? Hey, Trip Tank, erinnern Sie sich? Hier ist Wee
Weasley Pete aus dem goldenen Zeitalter der Trickfilme. Oh ja, ich glaube, ich erinnere mich an Sie. Hören Sie, ich rufe nur an, um mich für einen Job zu bewerben. Moment, waren Sie nicht in diesen total rassistischen Zeichentrickfilmen? Weasley Pete macht die Japsen platt. Das wurde für mich geschrieben. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich bin kein Autor. Ja, das ist nicht der Film, an den ich gedacht habe. Weasley Pete und der Negerkumpel? Ja, genau der. Ich hatte kein Problem mit dem Kerl. Wir haben uns am Set alle großartig verstanden. Er war bei meiner Hochzeit. Trotzdem ist es nicht okay. Weasley Pete und die Frauen am Steuer. Na gut, also der war von mir, aber ich stehe dazu, das gilt heute immer noch. Bitte rufen Sie nie wieder an. Oh, danke, dass du mir den Platz freigehalten hast. Ich kann es nicht glauben, dass du nicht vom Putenkeulenstand wolltest. Ach, da ist alles so teuer. Deswegen sage ich es dir immer wieder, Mann. Du musst dir eine Vorzugskundenkarte für Kloansteher holen. 15% Rabatt an allen Ständen und Fressbuden. Ja, aber er gilt an so vielen Tagen nicht. Das lohnt sich nicht wirklich. Hey, was glotzt ihr so? Was ist los mit euch? Noch nie einen Schwulen gesehen? Willkommen im 21. Jahrhundert, ihr Spießer! Hey, soll ich dir was in der Jukebox aussuchen? Musicals, ABBA oder sowas? Nein. Worauf steht ihr Leute denn so, Barbara Streisand? Arschloch. Zwei Burger und zweimal Pommes. Danke für Ihren Besuch bei Burger Burger. Oh, hey Trent. Wie war das Spiel? Hast du so 600 Touchdowns geworfen? Ja. Kenne ich dich? Oh, Trent, du bist mehr einer. Wir haben zufällig fast alle Kurse zusammen. Weißt du noch einmal in Ischik, als wir beide zum Stift gegriffen haben und unsere Hände sich berührt haben und dann passierte etwas mit meinem Körper? Entschuldige, ich würde gerne mal bestellen, Eisenlippe. Eine große Pommes und ich will sie nicht so fettig. Also versuch, deine Visage davon fernzuhalten. Einmal Pommes, komm sofort. Tu es, Sandy. Nicht genug, um sie zu töten, aber gerade genug, damit sie dafür büßt. Nein, Sandy, so wurdest du nicht erzogen. Halte die andere Wange hin. Ich habe die Schnauze voll von deinem Gutmenschentum. Guck sie dir an. Wenn sie nicht ab und zu vom Vater Tugend abweicht, wird sie es nicht schaffen. Ja? Sie ist eine Spätsünderin. Sandy, jetzt mal ganz unter uns, okay? Vergifte die Schlampe einfach. Nein, tu es nicht. Das ist unter deinem Niveau. Ah, halt die Fresse! Hast du mich gerade verdammt noch mal berührt? Ja. Was willst du dagegen machen? Etwa beten, dass ich mich entschuldige? Jetzt reicht's! Ah! Nein, nein! Wieso? Oh, was habe ich getan? Nein! Ich verdiene es nicht zu leben. Es tut mir leid, Sandy. Ich bin kein Engel. Hey, die Pommes-Eisenlippe. Pommes, das ist alles. Mehr habe ich nicht bestellt. Meine Pommes! So schwer kann das doch nicht sein! Hallo, Trip Tank. Hi, ich wollte nur anrufen wegen eines Jobs bei Trip Tank. Oh, klasse, wir stellen zurzeit Trickzeichner ein. Karten auf den Tisch. Ich bin ein Kopf, der durch ein paar wirklich fantastische Ärzte in der Schweiz am Leben erhalten wurde. Also, meine Zeichnungen sind so, mittelmäßig. Aber trotzdem würde ich sagen, für euch ist das wahrscheinlich überdurchschnittlich. Ich möchte nicht taktlos sein, aber wie funktioniert das überhaupt? Ich kann einen Stift in der linken Seite meines Mundes halten, ich kann einen Stift in der Nase halten, ich kann einen Stift im Ohr halten. Das klingt, als würden Sie hier toll reinpassen. Okay, cool. Ich bin gerade nicht am Schreibtisch. Kann ich Ihnen eine E-Mail schicken? Das wäre klasse. Ich bin Gregs Kopf lebt at zürichmedizinzentrum.org. Okay, eine E-Mail ist schon unterwegs, Greg. Ja. Du bist ein braver Junge. Wo haben sie dich berührt? Wo genau? Es war einmal ein Baby, das kam nicht aus dem Bauch. Jetzt ist er 34 und sieht noch längst nicht aus. Das ist immer um Frankie. Das bin ich. Da, ba, 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 ba. Komm mal. Oh, hallo, Russell. Hallo, Mrs. Campisi. Frankie hat erzählt, du hast einen neuen Job.
Ja, in Joeys Pizzeria. An der Autobahn 6? Ja. Oh, ich liebe deren Knoblauchbrötchen. Lass mich Frankie Bescheid sagen. Frankie! Frankie, wach auf! Russell ist hier! Russ, hey Mann, wie geht's dir? Gut, Frankie. Und dir? Komm rein, Bro. Oh. nein, das ist schon okay. Ich bleib hier draußen. Komm schon, ich hab Bock abzuhängen. Wir hängen doch ab. Komm rein hier. Na los, nur zu, Schätzchen. Frankie will dich sehen. Also wie soll ich... Okay, was soll ich... Runter mit den Schultern. Okay, verstehe. Aha. Oh, aua, hast du etwa trainiert? Oh, du trägst Kord, oder? Oh, siehst du wohl. Und keine Schuhe da drin. Was läuft, Bro? Bier? Nein, danke. Säufst du etwa nicht mehr, du Weichei? Also, hast du dich mit Carla getroffen? Ja. Hast du sie flachgelegt? Sag mir, du hast sie gepoppt. Hat sie eine Freundin für mich? Für dich? Ja. Also... Alles klar, du hebst dir die Freundin für einen kleinen Dreier auf. Klasse, Russ. Was ist los? Es ist mir einfach etwas unangenehm, hier drin darüber zu reden. Wenn wir flüstern, kann sie uns nicht hören. Ich habe Chili gemacht, Jungs. Dieses Chili ist der Hammer. Will Russell vielleicht Maisbrot? Willst du Maisbrot? Er will kein Maisbrot, Ma. Jo, nicht auf den Boden kleckern. Ma flippt aus. Auf den Boden? Es ist selbst gemacht. Er will keins, Ma. Okay, ist ja gut. Mein Fantasy-Football-Team ist so krass. Hey, wenn du den Dreier machst, mach auf jeden Fall ein Video. Video? Wieso? Ich brauche neues Material für mein 5 gegen 1. Oh Gott, oh nein. Du machst das hier drin? Frankie? Ja, Ma. Bobby ist hier. Bobby, du alte Borke, schieb deinen fetten Arsch hier rein. Oh Mann. Das sind Ma und Frankie. Oh, das bedeutet, wir sind bald dran. Ja, ich habe es nicht gesehen, seit die das 3D eingeführt haben. Hallo, Trip Tank Mitarbeiter. Und willkommen auf der Herrentoilette. Ich bin Ron und ich bin Ihr Chef-Toilettenbegleiter. Sie werden in ein paar Minuten einen abseilen. Aber zuerst wollen wir ein paar simple Raumregeln durchgehen. Oder in diesem Fall Braunregeln. Alle persönlichen Gegenstände können an folgenden Orten verstaut werden. An diesem Haken an der Tür oder auf diesem praktischen kleinen Regal. Schön dableiben, Banane. Als nächstes legen Sie Ihren Toilettengurt an, indem Sie den Verschluss auf der linken Seite zusammenführen. Bitte beachten Sie, Sie müssen hierfür mindestens 1,09 Meter groß sein. Tut mir leid, Timmy, vielleicht nächstes Jahr. Wenn Sie jetzt fertig zum Abseilen sind, denken Sie an die wichtigste Regel. Oder sollte ich sagen, die Regel fürs große Geschäft? Keine Blitzlichtfotografie auf dem Örtchen. Aber ernsthaft jetzt, lassen Sie den perversen Scheiß. Und hey, ich wünsche Ihnen ein gelungenes Geschäft. Hola, empleados de Trip Tank. Ich bin so aufgeregt, das wird so genial. Wie ein wahr gewordener Traum, Mann. Hey, das ist Lefty Calhoun. Das ist Lefty Calhoun. Das ist Lefty Calhoun. Was kann ich für Sie tun? Zwei Dinge. Erstens, geben Sie mir einen Whisky. Und das Zweite? Sagen Sie Ihrem Sheriff Perkins, dass Lefty Calhoun in die Stadt gekommen ist. Und ich werde auf diesem Hocker sitzen, bis er den Mumm hat, mir gegenüberzutreten, von Mann zu Mann. Und ist er jetzt da? Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin Sheriff Perkins. Suchen Sie mich? Ich suche eine Antwort. Was für eine Antwort? Ist es wahr, was man über Sie sagt, Sheriff? Und was sagt man denn so über mich, Fremder? Man sagt, Sie haben den kleinsten Pimmel im Westen. Was geht Sie das an? Ich bin Lefty Calhoun und ich sage, ich habe den kleinsten Pimmel im Westen. Wow. Er hat nicht den kleinsten. Vielleicht haben Sie ihn, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es nie erfahren. Ich brauche nichts mehr zu beweisen. So selbstbewusst redet nur ein gut bestückter Mann. Jetzt reiß den Mund mal nicht so weit auf, mein Junge. Scheiße, selbst voll irrigiert ist meiner nur halb so groß wie Ihrer, Sheriff. Prahlen kann jeder, Junge. Gut, also warum lassen wir dann nicht die Fakten sprechen? Auf, zieh! 3, 2, 1, zieh! Und? Du bist immer noch mit dem kleinsten Pimmel im Westen verheiratet. Ja, ich Glückliche.
Und jetzt das Schwein, das insgeheim ein Pädophiler war. Hey Schwein, willst du in den Park gehen und mit den Kindern spielen? Ja. Ich kann es nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Wir sind endlich hier. Bleib locker. Ich weiß, du bist nervös. Aber lass uns einfach das Abseilen genießen. Woohoo! Yeah! Oh! Ja! Ich glaube, ich werde... Ich schon raus da. Juhu! Ich hoffe, das hört nie auf. Bist du noch bei mir, Bruder? Oh, wow. Ja! Oh, ja! Ja, ich bin voll dabei. Das geht so ab. Oh, ja. Na gut, machen wir weiter. Hm? Scheiße, ja, Mann. Die Pflaumenkompottreste essen sich schließlich nicht von selbst. Hey, Gregs lebender Kopf mit einem Rückruf. Ich wollte nur mal fragen, wie das so mit der Krankenversicherung bei Ihnen aussieht. Ich habe nämlich so ein paar Vorerkrankungen und manchmal stellen die sich damit an. Naja, weil ich ja nur ein Kopf in einer Glasglocke bin. Wie auch immer, Sie haben ja meine E-Mail bekommen. Rufen Sie zurück.